Eigentlich soll ich jetzt arbeiten, aber ich bin mein eigener Chef, ich darf machen, was ich will. Ist schon wieder ein Monat her, gell, dass ich ein Video gemacht habe, wahrscheinlich sogar noch länger. Und heute wollte ich einfach mal ein bisschen unoriginell sein, ohne irgendwas gescriptet zu haben und ein Faktenvideo zu machen über mich, weil das ist das Einfachste, was man machen kann. Nein, keine Ahnung. Nein, ich wollte mal einfach mal. Wie fange ich denn an? Man denkt ja immer, dass man irgendwie ein bisschen seltsam ist. Im Vergleich zu anderen, zumindest denke ich das. Ich weiß nicht, ob das andere auch so denken. Vielleicht ist ja das gerade das Seltsame an mir. Und deshalb habe ich mir auch einmal, als ich im Bett lag um 1 Uhr nachts, das haben mir die ganzen Ideen eingefallen, mal seltsame, in Klammer seltsame Fakten über mich. Nicht alle sind so seltsam, manche sind auch normal. Und weil ich schon seit über einem Jahr kein Faktenvideo mehr gemacht habe, mache ich das, wollte ich das heute mal machen. Aber fangen wir einfach an und dann sehen wir ja das. Und bleib bis zum Ende dran, weil ich könnte jetzt sagen, dass da was Besonderes passiert, aber da passiert nichts mehr Besonderes. Trotzdem bleib bis zum Ende dran. Ich habe mir einfach mal alles aufgeschrieben. Und fangen wir mit der ersten Ding an. Ich hasse komische Begrüßungen. Das ist so. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt. Ich kann es nicht haben, diese komischen Handschlagtechniken. Ich finde es ja schon, das Handreichen ist ja okay, das macht man halt. Aber dass dann andere von einem erwarten, dass man dann so komisch. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht, kurz gesagt, weil man muss nachdenken. Also man muss sich überlegen, welche Handschlagtechnik macht der und der? Weil es kommt sonst zu einer extrem komischen Situation, wenn du dann was Falsches machst. Es kommt auch zu einer komischen Situation, wenn du nur die Hand gibst wie ich, aber das nehme ich halt hin. Fakt Nummer 1 über mich. Ich kann nicht gut mit Lob umgehen. Weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich weiß, wenn jemand sagt, das hast du toll gemacht, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Ich meine, danke. Und dann, ja, weiß nicht, ich finde diese Situation irgendwie unangenehm und deshalb, weiß ich, klingt komisch, aber ich weiche gerne auch ein bisschen Lob aus. Es ist ja schön, ich freue mich eigentlich über Lob, aber gleich, es ist so wie Widerspruch innerlich eigentlich in mir. Man darf mich trotzdem loben, aber ist komisch, gell? Ah, ich bin seltsam. Was habe ich hier aufgeschrieben? Ich rede ständig mit mir selber und es ist dann mega peinlich, wenn ich bemerke, dass jetzt jemand gehört hat. Weiß ich merke es manchmal gar nicht, dass ich mit mir selber rede laut. Wenn ich irgendwas mache, dann, okay, wo liegt denn das jetzt hier? Okay, jetzt machst du das da drauf, jetzt legst du da ein und irgendwas fehlt hier. Und es geht dann den ganzen Tag, wenn ich hauptsächlich allein bin, ich rede ständig mit mir selber. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Und das Peinlichste ist eben, wenn dann jemand reinkommt und du merkst es nicht. Und dann kommt die Frage, mit wem redest denn du? Mit mir selber? Das ist komisch. Ich würde mich jetzt nicht als aggressiven Autofahrer bezeichnen, weil ich halte mich an alle Geschwindigkeitsbegrenzungen meistens und schaue ich nicht nah drauf und so weiter. Aber ich kann mich extrem über andere Autofahrer aufregen. Wenn zum Beispiel jemand nicht blinkt am Kreisel und du extra warten musst, obwohl der eigentlich rausfährt. Oder was noch schlimmer ist, wenn jemand langsamer fährt, als es erlaubt ist. Wenn dann eine 50er-Straße fährt, in der ich fährt 30. Ich kann mich über sowas extrem aufregen, besonders wenn ich allein bin. Und dann nachträglich frage ich mich dann immer, was die anderen Leute jetzt wohl denken, wenn die mich so sehen, wie ich da im Auto sitze und so. Guck. Das nächste ist eigentlich ein interessantes Phänomen, was ich selber nicht erklären kann. Ich wache jeden Morgen mit einem Lied auf im Kopf. Und es ist immer ein unterschiedliches Lied und ich habe keine Ahnung, woher dieses Lied kommt, ob ich davon geträumt habe, keine Ahnung. Und dieses Lied begleitet mich dann den ganzen Tag. Auf jeden Fall, ich finde es interessant eigentlich. Ich wache morgens auf und habe sofort ein Lied im Kopf und denke mir so, hä? Ja, das ist auch ein Fakt über mich. Nächster Fakt. Ich habe bei jedem einzelnen Video immer Angst, bevor ich es hochlade, was für Reaktionen auf dieses Video drauf kommen werden. Ob die negativ sind, positiv oder, weiß nicht, verachtend. Es ist ja so. Eigentlich sind meistens die Kommentare und die Reaktionen allgemein super cool, super toll und nett. Aber trotzdem habe ich jedes Mal Angst, dass irgendwie, allein, dass ich irgendwie was Falsches gesagt habe, dass das, was ich gesagt habe, gar nicht stimmt, dass ich eine Falschaussage gemacht habe und ich selber nicht wusste und ich dann blöd dastehe. Die ersten zwei, drei Kommentare habe ich dann immer so, ah, ich habe Angst, ich will sie nicht angucken und meistens steht da irgendwie erster und dann kommt ein netter Kommentar, aber ich habe trotzdem immer Angst. Ich stehe mittlerweile jeden Morgen eigentlich so gegen
6 Uhr morgens auf, manchmal ein bisschen später, aber meistens vor 7. Was ich wirklich gehasst habe, während ich Schule hatte. Aber mittlerweile, ich finde es schön, so früh morgens aufzustehen. Die Atmosphäre ist noch alles. Die Vögel zwitschern, es ist so schön ruhig. Du kannst in Ruhe deinen Tee trinken, Kaffee und die Zeitung lesen. Gut, Schüler haben es ja schlimmer, weil die müssen dann halt auch in die Schule gehen. Und ich muss dann halt erst um 9 Uhr arbeiten. Vielleicht liegt es auch daran, aber ich finde es halt witzig, dass während der Schule ich dieses frühe Aufstehen gehasst habe. Und ich habe mich so darauf gefreut, bis, weiß nicht, 9 Uhr zu schlafen. Und was mache ich jetzt? Ich stehe um 6 auf, früher als ich vorher aufgestanden bin. Aber ich bin fit und, weiß nicht, wenn du... Je später du aufstehst, desto weniger hast du auch vom Tag. Was habe ich hier geschrieben? Ich hasse es, wenn ich weiß, dass ich bald einen Termin habe. Schon lange vorher kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren, als dass ich in 2 Stunden los muss. Das ist schrecklich. Das ist nicht nur in 2 Stunden, wenn ich weiß, dass ich nächste Woche irgendwo hin muss, irgendwas Besonderes machen muss. Dann kann ich in dieser Woche teilweise nichts richtig Gutes, Produktives machen, weil ich mir immer denke, oh, in 5 Tagen musst du ja dorthin oder musst du ja weg sein. Was eigentlich blöd ist, eigentlich müsstest du erst recht mehr machen. Oder wenn ich jetzt dann, es ist nachmittags und ich gehe abends irgendwo hin, oder es ist morgens und ich gehe, wie auch immer, wenn ich einen Termin habe, ich kann schon Stunden vorher nicht mehr ordentlich Zeitung gelesen, weil ich denke, ich muss gleich los, du musst bald dann packen, du musst gleich dann losfahren, keine Ahnung. Und es ist schrecklich, weil es nervt mich einfach selber. Aber es ist so. Die Anzahl an Zeitungen, die ich noch nicht gelesen habe, spiegelt ziemlich gut wider, wie viel Arbeit bzw. freie Zeit ich momentan habe. Also ich lese momentan mittlerweile die Süddeutsche Zeitung, weil ich mag die Welt nicht mehr. Bisschen wegen Rechtschreibfehlern. Wobei auch in der Süddeutschen Zeitung manchmal Rechtschreibfehler zu finden sind. Abgesehen davon, aber ich mag die Süddeutsche Zeitung. Ist auch ein interessanter Fakt. Ich lese die Süddeutsche Zeitung, weil ich finde die irgendwie sympathischer. Passt mehr zu mir. Wie auch immer. Man sieht auf jeden Fall ziemlich gut, wie viel Zeit ich freizeitig momentan habe. Wenn ich zum Beispiel am Morgen schon die Zeitung fertig habe vom heute, dann habe ich viel Freizeit wahrscheinlich. Wenn ich aber schon 4 Zeitungen hinter bin, zeigt das gut, dass ich momentan viel zu tun habe, weil ich nicht mehr dazu komme, die Zeitung ordentlich zu lesen. Oh ja, das ist ein guter Fakt. Ich hasse es zu telefonieren, inklusive Skype-Videotelefonieren. Ich habe das immer ein Problem mit zu telefonieren, beziehungsweise besonders jemanden anderes anzurufen. Wenn ich selber angerufen werde, ist mir doch egal, weil da möchte ich ja was von mir. Aber wenn ich irgendwo anrufen muss, ich mag das nicht, weiß nicht. Und Videotelefonie finde ich genauso blöd. Das Problem oder das Gute eigentlich ist eher, dadurch, dass ich aus beruflichen Gründen jetzt mittlerweile mehr telefonieren muss, wird es besser. Aber wenn möglich, versuche ich trotzdem Anrufe an Mitarbeiter oder an meine Mutter weiter zu delegieren. Weil, ja, passend zu diesem Thema, passend zu diesem Thema passt auch, dass ich es genauso hasse, in Gruppenchats zu schreiben. Ich habe da auch so meine Abneigung dafür. Ich lese die Gruppenchats durch, manchmal, auch nicht immer, und falls dann so eine öffentliche Frage kommt, ich antworte in der Regel nicht, weil ich mag das nicht. Ich mag Gruppenchats nicht so sehr. Ich schreibe nur im äußersten Notfall. Dann schreibe ich, aber sonst, nee. Ich mag Gruppenchats nicht. Tut mir leid. Ich kann mich nicht allzu lange entspannen, bis ich wieder arbeiten will. Es gibt ja Leute, die chillen den ganzen Tag. Sagen sie wirklich so. Die liegen nur rum und machen, weiß nicht, nichts. Gucken Fernsehen, am Ende noch RTL. Ja, sind die. Ich kann es nicht. Weiß nicht, wenn ich eine Stunde die Zeitung lese, dann reicht es mir auch wieder. Dann muss ich irgendwas arbeiten. Ob ich irgendwas, weiß nicht, programmiere, ob ich ein YouTube-Video mache, irgendwas an meinem Baumhaus arbeite. Darüber mache ich übrigens auch bald ein Video. Ich muss irgendwas machen. Ich halte es nicht lange aus, nichts zu tun. Wenn ich jemandem Nachricht schreibe, dann kontrolliere ich diese blöde kleine Nachricht gefühlt 1000 Mal, ob ich einen Rechtschreibfehler drin habe, ob ich irgendwie was falsch formuliert habe, ob vielleicht diese Formulierung man auch anders verstehen könnte und die andere Person dann beleidigt ist und solche Sachen. Das ist echt anstrengend, immer darauf zu achten, und letztendlich versteht die andere Person es trotzdem falsch. Manchmal funktioniert es auch, manchmal hat es auch Erfolg, aber manchmal funktioniert es auch nicht und dann war die ganze Arbeit umsonst. Das ist vielleicht ein bisschen seltsam.
gebe ich zu. Ich dusche morgens immer so meistens so gegen 7:45 und es ist dann einer der wenigen Momente, wo ich nicht drüber nachdenke, was andere Leute über mich denken, während ich meine Musik auf volle Lautstärke hochdingse, Fenster aufmache und dann das halbe Dorf oder wahrscheinlich sogar das ganze Dorf mit Musik beschalle. Hi, es ist so, weiß ich, es ist so ein weckendes, befreiendes Gefühl, unter der Dusche zu stehen, am Ende noch laut mitzuschreien, singen, wie man es nennen will. Ich finde es schön, es ist so, es weckt einen auf und es ist ein toller Start, den Tag laut Musik unter der Dusche zu hören. Also richtig laut. Ich bin ja ein Brillenträger, auch wenn ich jetzt gerade keine Brille trage, weil ich mag mich eigentlich nicht so wirklich mit Brille, aber zu Hause trage ich im Allgemeinen Brille. Wie auch immer, ich hasse es. Ich hasse es, wenn meine Brille dreckig ist. Und ich kann es nicht verstehen, wie manche mit gefühlt so einer dicken Schicht Staub auf der Brille irgendwie überhaupt noch was sehen können. Ich ärgere mich schon allein, wenn da so ein Härchen drin ist. Oder so ein Staubkörnchen, das du nicht mehr wegkriegst. Ich kann es nicht haben. Ich weiß nicht, ich habe meine Brille gerne sauber. Hier. Also ich putze meine Brille mehrmals am Tag. Nicht, weil ich es irgendwie ekelhaft finde, einfach weil ich gut sehen will. Dann auch noch ein Fakt. Ich liebe es, barfuß zu laufen. Ich bin auch jetzt gerade barfuß, weil kann man das sehen? Ich bin barfuß mit meinen dreckigen Füßen. Es ist auch irgendwie sowas, ein bisschen ein befreiendes Gefühl, barfuß zu laufen. Weiß nicht, ich finde es schön. Wenn es geht, wenn es warm genug ist, ach, ich laufe auch im Winter barfuß. Laufe ich barfuß. Ich bin auch früher schon im Schnee barfuß gelaufen. Irgendwie, das war bei uns immer normal. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was du von diesen Sachen, was dir bekannt vorkommt, was du vielleicht ähnlich machst. Schreib in die Kommentare, was vielleicht auch deine seltsamen, in Klammer seltsamen, Fragezeichen, Fakten sind, was du persönlich über dich komisch findest, was du meinst, dass andere nicht so denken, machen. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, weil ich mich interessiert, wie verrückt ich bin. Oh Gott. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Kommentar und ich lese sie alle. Immer noch. Auch den ersten Kommentar. Ja, oh Gott. Also es fängt jetzt sogar bei mir schon an. Ich dachte, meine Zuschauer sind intelligent. Nein, sind sie nicht. Naja, hier oben findest du, wie immer, die Social-Media-Sachen. Hier findest du das auch ein Faktenvideo über mich. Das ist, glaube ich, schon 2 Jahre alt. Keine Ahnung. Oder 1,5. Sowas. Es sind auch ein paar Fakten drin. Und ich hoffe nicht, dass ich irgendwelche Fakten wiederholt habe. Hier ist mein letztes Video. Und zwar, nimm es mit Humor. Ich wollte mal ein bisschen persönliches Video. Nein, ein upliftiges Video machen. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Aber ich fand es schön. Wir sehen uns wieder wir sehen uns nicht wieder nächste Woche. Wir sehen uns irgendwann wieder. Ja, und bis dahin, tschüss.